Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die 24. Folge von Nachschlag. Heute geht es um staatlichen Kindesmissbrauch, um den fehlerfreien Staat und um die Demokratie in Russland. Naja, ihr wisst wahrscheinlich, die Überschriften, die sind häufig relativ nichtssagend, wenn wir uns die Beiträge noch nicht angehört haben. Deswegen fangen wir auch, glaube ich, gleich mal an. Ich meine, ihr kennt die drei Protagonisten hier, Dieter Dehm, Kevan Sofisiervasch und Paul Brandenburg. Willkommen bei Nachschlag, unserem Online-Wartesaal all derer, deren Potsdamer Ausweisepapiere noch brauchen. Ich begrüße meine Mitdelinquenten, Dr. Dieter Dehm und Professor Kevan Sofisiervasch. Hallo. Wir haben wieder drei Nachschlagzeilen für euch. Erstens, Nancy F. missbraucht jetzt Kinder. Zweitens, der Staat macht keine Fehler, Bürokratie ist gut. Und drittens, Russland. Demokratie, Nachhilfe, bitte ohne Deutsche. Ihr sollt, könnt, dürft, müsst danach auf nachschlag.express gehen und abstimmen, welche dieser Schlagzeilen am besten getroffen hat, wenn denn eine getroffen hat. Letzte Woche habt ihr das auch getan, beziehungsweise bis zu diesem Moment, und habt entschieden, dass ziviler Ungehorsam das Gebot der Stunde sei, also Kevans Schlagzeile. Dann auf Platz 2, Ramadan gehört nicht zu Deutschland und Dieter, es tut mir leid, nicht länger im Netz verrotten, ist eine Antikommunismus. Eine Antikommunismus. Purer Antikommunismus, Hass, Hetze und Ausgrenzung. Wie die halt so sind, die Menschen, die sowas gucken. Wenn ihr schon auf Nachschlag.express seid, dann bitte denkt dran. Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Lasst ein paar Cent für unser Team da und diese Sendung, denn wir setzen sie gerne fort, zahlen dafür aber auch anständige Löhne. Tja, ihr Lieben, Nancy F. missbraucht jetzt auch Kinder. Nancy Faeser hat angeblich jedes Maß verloren in ihrem wahnhaften Kampf gegen rechts. Das ist ein alter... Jetzt unabhängig von dem, was da kommt. Ich hoffe, das kann ich auf YouTube hochladen, ohne dass es da gesperrt wird. Aber die Nachschlagfolge, die scheint ja noch oben zu sein. Also bin ich sehr gespannt, was Paul Brandenburg uns hier jetzt zu erzählen hat. Das Urteil der Verfassungsrechtler im Professorenrang oder als Rechtsanwälte und kommt schon seit einigen Tagen, wenn nicht Wochen, in der Presse immer wieder vor. Aber diese Formulierung ist eine sinnentstellende Untertreibung dessen, was Nancy F. sich jetzt geleistet hat. Nancy Faeser ist nichts anderes als eine faschistische Terroristin. Das ist eigentlich auch schon lange erkennbar für alle, die in den letzten Jahren nicht völlig verloren gegangen sind in ihren Lebenslügen. Nancy Faeser bekämpft die freie Rede. Sie bekämpft die Unschuldsvermutung im Strafrecht. Und sie bekämpft jedes bisschen Restrückgrat, das ihre Beamten und die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes vielleicht noch haben in unserer Leichenrepublik. Vergangenen Dienstag aber hat Frau Faeser, denn sie ist ja wirklich nichts anderes als eine Verfassungshasserin, ist ihren Terror auf ein Extrem gesteigert, das tatsächlich bis dahin kaum denkbar war. Und selbst jemand wie mich noch überrascht, der eigentlich dachte, es kann nichts mehr kommen. Was letzten Dienstag in Mecklenburg geschah, müsste eigentlich den allerletzten noch den Weg heimleuchten, der sich tatsächlich in seinen Lebenslügen verloren hat. Vergangenen Dienstag hat die uniformierte Dummheit des Faeser-Hasses tatsächlich das getan, was zuletzt im Nazireich war. Da ist uniformierte Polizei in eine Schule gefahren, um ein Schulkind zu überfallen, in dieser Schule, unter den Augen aller, mit dem einzigen Ziel. Also ich glaube, jetzt weiß ich, auf welchen Fall er sich hier bezieht. Aber Nazi-Vergleiche finde ich hier, die gehen zu weit. Also so skandalös dieser Fall, den er uns hier gleich sein wird. Ich habe davon tatsächlich schon gelesen, ist ja jetzt auch schon etwas her, wo wir jetzt auf die Folge reagieren. Da wurde eine Schülerin tatsächlich von ihrem Direktor aus dem Unterricht geholt und dann von der Polizei durch die Schule geführt und dann wurde ihr eine Gefährderansprache gehalten. Und weil sie ein paar Pro-AfD-TikToks geteilt hat. Also wirklich völlig unzulässiger Eingriff in die Meinungsfreiheit und das ja bei einer Minderjährigen, das ist völlig irre, was da passiert, aber die Nazi-Vergleiche, die muss man da nicht bringen. Das ist auch so schon schockierend genug. Hier, dass eine solche Tat haben kann, öffentliche Erniedrigung und Ausgrenzung dieser Schülerin. Drei Beamten des Polizeipräsidiums Nordbrandenburg fuhren mit Streifenwagen am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Riebnitz-Dammgarten vor. Die Namen zeigen, dass diese Dreierhelfer wenigstens bei der Programmierung ihres Navis einigermaßen Probleme haben sollten. Ich will das zumindest nicht so eintippen müssen. Sie folgten dem Ruf eines Schuldirektors namens Jan-Dirk Zimmermann. Ein Schuldirektor, der sich tatsächlich nicht entblödet, auch im Nachhinein zu sagen, er hat ja nur Anweisungen
befolgt, als er die Polizei gerufen hat. Anweisungen befolgt, weil besagte Schülerin Veröffentlichungen im Netz auf TikTok in sozialen Medien gemacht haben soll, die problematisch sein sollen angeblich. Dazu muss man wissen und verstehen, dass die Polizei mehrfach erklärt hat gegenüber allen Medien, dass nicht einmal der Anfangsverdacht irgendeiner Straftat bestand im Kontext dieser Nachrichten. Es wird nur diskutiert, hat die Frau irgendwelche, das Mädchen, Entschuldigung, Schlümpfe geteilt, die blau seien wie die AfD in Deutschland, hat sie gar irgendwelche Jacken gehabt, auf denen Haha zu lesen sei, ob Helly Hansen oder die Verherrlichung von Adolf Nazi. Das alles ist unerheblich, weil die Polizei ganz klar feststellt, nein, es gab nicht den Hauch eines Anfangsverdachtes irgendwelcher rechtswidriger Inhalte, die sie dort geteilt haben soll. Unabhängig davon, sagt Innenminister, Landesinnenminister Pegel, kommt die Polizei, wenn sie gerufen wird, um in dem Fall eine Gefährderansprache und ein aufklärendes Gespräch mit dem Mädchen zu führen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ein Beispiel hat, das vergleichbar ist aus der Geschichte dieser sogenannten Gefährderansprachen, die werden normalerweise an irgendwelche verurteilten Gewalttäter gehalten, dass sie sich von ihrem potenziellen Opfer fernhalten sollen. Also das ist, wie gesagt, was da passiert ist. Also dieser Fall, der zeigt wirklich, wie schlecht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht. Bundesrepublik, in dem das passiert, dass ohne einen irgendwie gearteten Kriminalfall Polizei in die Schule fährt, das Mädchen aus dem Unterricht rausholen lässt. Es wurde darüber gestritten, war das Beamten selbst, war das der Direktor? Man einigte sich schließlich darauf, dass es dieser Direktor, Jan-Dirk Zimmermann, besagter Terrorhelfer war, der das getan hat, um dann eskortiert von drei Beamten einen Walk of Shame durch die Schule anzutreten, bis schließlich ins Direktorat. Zwar ein Beamter vor dem Mädchen, ein Beamter hinter dem Mädchen, einer wohl auf der Höhe, der sie selbst ging, um die Flucht zu verhindern oder Ähnliches zu tun. Die Polizei lässt hinterher erklären, das war ein ganz normaler Vorgang. Und Innenminister Christian Pegel. Nein, das ist kein normaler Vorgang. Also es schreibt gerade einer im Chat, Gefährderansprachen kann man natürlich auch ohne Vorstrafe bekommen. Ja, aber Gefährderansprachen kommst du, wenn die Gefahr besteht, dass du irgendwelche gehst. Aber hier bei den Mädchen war das ja nicht der Fall, sondern sie hat völlig legale Meinungsäußerungen getätigt. Also die nicht mal in die Nähe von Extremismus oder so ging. Also sie hat eine demokratisch wählbare Partei sich offen dazu bekannt auf TikTok, indem sie so ein paar lustige TikToks geteilt hat und sonst hat sie nichts getan. Also das sollte in keinem Rechtsstaat ein Grund sein, die Polizei zu rufen. Die Polizei sollte dann auch nicht kommen. Die Polizei sollte dann erst recht keine Gefährderansprache halten. Naja, und der Direktor, der das gemacht hat, der sollte eigentlich sofort zurücktreten, aber es ist natürlich nicht passiert. Dessen Kopf äußerlich dem von Heinrich Himmler zum Verwechseln ähnlich sieht. Und irgendjemand muss mir mal erklären, warum Glatzköpfe, die Faschisten sind, immer kleine Nickelbrillen tragen müssen. Es ist ein Wunder dieses Deutschlands und das Nickling kann rechnen, das Ganze ist nur eine Simulation. Dieser Faschist-Pegel erklärt dann im Nachgang, das Ganze sei auch noch verhältnismäßig. Und ich verstehe an dieser Geschichte fast gar nichts, abgesehen von ihrem sehr einfachen Ablauf. Es gab in dieser Bundesrepublik etwas, das nennt sich Beutelsbacher Konsens. Das klingt albern und ist es im Nachhinein auch, weil er mittlerweile komplett ignoriert wird. Er besagt im Wesentlichen, dass Schulen und Bildungsstätten, politische Bildungsstätten in diesem Land, so etwas wie ein Überwältigungsverbot zu beachten hätten. Sie dürften ihre Schutzbefohlenen nicht indoktrinieren. Sie müssten kontroverse Positionen in der Gesellschaft zulassen, den Dissens als wesentliches Mittel der Wissenschaft und der politischen Bildung sogar herausarbeiten und ihren Insassen in den Instanzen klarmachen, dass man verschiedene Meinungen friedlich und respektvoll austragen müsste. Es wird sogar betont, dass diese Schutzbefohlenen eben nicht mit Drangsalierung, Einschüchterung und besagter Überwältigung zu bearbeiten seien. Wie vor dem Hintergrund irgendjemand behaupten kann, dass es verhältnismäßig sei, mit uniformierter Polizei ein 16-jähriges Mädchen im Zentrum ihres sozialen Lebens, der Schule, vor allen anderen Mitschülern zu demütigen und auszugrenzen. Das vermag ich nicht zu verstehen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Dass ein Landesinnenminister das verteidigt, ebenso. Was aber am allerschlimmsten ist und für mich am völlig unverständlichsten, wie kann ein einziger Mitarbeiter der Polizei Mecklenburg-Vorpommerns heute noch in den Spiegel schauen? Ihr seid Nazischweine! Ihr seid Polizisten, die nichts anderes sind als die Terrorhelfer, die damals KZs möglich gemacht haben. Wie gesagt, solche Nazi-Vergleiche, die gehen meiner Meinung nach gar nicht. Das sollte man meiner Meinung nach lassen. Ja, Kollegen haben, die in eine Schule fahren und ein 16-jähriges Mädchen demütigen unter den Augen aller. Nachdem ihr vorher amtlich feststellt,
dass es keinerlei Verdacht einer Straftat gibt. Und am allerschlimmsten noch, schlimmer noch als diese Terrorhelfer in Uniform, seid ihr, ihr Eltern am Richard-Wossidlo-Gymnasium, die bis heute ihre Kinder zu einem Direktor, Jan-Dirk Zimmermann, schicken, der nichts anderes ist als die übelste Daseinsform eines Deutschen. Der übelste und widerwärtigste Vollstrecker von Staatsterrorismus gegen Kinder, den man sich vorstellen kann. Wie kann es sein, dass noch irgendjemand seine Kinder auf diese Schule schickt? Und wie kann es sein, und da sind wir wieder bei Snickling und einer Simulation, dass diese Schule, das ist kein Scherz, benannt ist nach einem Volkskundler. Richard Wossidlow ist ausweislich Wikipedia, der Nestor der mecklenburgischen Volkskunde, ein Gymnasialprofessor und ein großer Doyen der deutschen Volkskunde. Und tatsächlich, am Richard-Wossidlo-Gymnasium, also einem Gymnasium benannt nach einem Volkskundler, wird ein 16-jähriges Schulmädchen terrorisiert für so etwas wie Volksverherrlichung? Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Man kann sich diesen Wahnsinn gar nicht ausdenken. Man muss auch darüber lachen, gerade angesichts der Apokalypse, die das Verhalten dieser Eltern und Polizisten dort begründet. Nancy Faeser sollte auf unseren Straßen nichts anderes mehr zufliegen als Spucke. Spucke aller Menschen, die sie begegnen. Es ist unfassbar, dass wir Hass und Hetze in diesem Land derartig etabliert haben, dass Beamten, Politiker und offensichtlich eine ganze Elternschaft das Maul halten, wenn ein 16-jähriges Mädchen öffentlich gedemütigt und erniedrigt wird, weil offensichtlich ihre politische Meinung, die nochmal amtlich festgestellt, voll im Spektrum der Gesetze ist, einer Frau Faeser und ihren Vollstreckungshelfern nicht passt. Dieser Staat ist gefallen, liebe Freunde. Wer es nicht begriffen hat, muss sich nur mit diesem Fall befassen. Diesen Staat gibt es nicht mehr als Rechtsstaat. Er existiert nicht als liberale Demokratie. Dieses Land ist unter der Unrechtsherrschaft eines extremistischen Terrorregimes. Und wer auch immer da draußen noch so etwas wie Verbindung zu den Werten des Grundgesetzes spürt, muss dagegen Widerstand leisten, in jeder erdenklichen Form, bei jeder erdenklichen Gelegenheit. Und selbstverständlich, liebe Freunde des sogenannten Verfassungsschutzes, selbstverständlich gewaltfrei. Denn im Gegensatz zu dem, was ihr tut, wissen die anderen, die sich gegen euch wehren, dass euer Zivilisationsbruch nicht durch immer weitere Zivilisationsbrüche geheilt werden kann. Selbstverständlich kann Gewalt irgendeiner Form keine Antwort auf das sein, was ihr dort tut. Aber weitergehen kann es in diesem Zustand nicht mehr. Und nochmal, ihr Eltern am Richard-Wossidlo-Gymnasium, ihr seid dran. Nehmt eure Kinder daraus, verlangt das Absetzen dieses Herrn Jan-Dirk Zimmermann und verlangt strafrechtliche Konsequenzen. Ansonsten. Okay, also die Forderung, die kann ich jetzt nur 100% unterschreiben. Also ein Direktor, der die Polizei herbeizitiert, wenn Schüler völlig, also ihren Privataccounts völlig legale Sachen tun, also der hat nichts mehr in der Schule zu suchen. Also die Forderung hier, die kann ich, also wie gesagt, das, da waren mir etwas zu viele Nazi-Vergleiche in dieser ganzen Ansprache hier, aber die Forderung am Ende, die kann ich 100%ig unterschreiben. Dann seid ihr nicht mehr ernst zu nehmen. Ihr beide habt auch Kinder und könnt hoffentlich verstehen, Kevan und Dieter, dass das Ganze mich tatsächlich aufwühlt und bewegt. Ich kann es nicht fassen, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber ich kann nicht fassen, wie man seine Kinder einem solchen System weiter aussetzen kann. Ja, Paul, ich kann dazu sagen, dein Statement, ich würde das so nicht mehr sagen, weil mir inzwischen die Worte fehlen und wer mich kennt, weiß, dass da musst du schon ziemlich viel getrieben haben, dass mir die Worte fehlen. Also ich habe das ja auch mitbekommen und ich hielt das erst für einen Scherz. Ich dachte, da hat irgendjemand übertrieben. Aber es entspricht wirklich den Tatsachen. Aber was? Ja, so ging es mir auch. Das wurde mir live im Stream mitgeteilt von ein paar Zuschauern. Ja, da wurde ein Mädchen abgeführt, weil sie AfD-Content geteilt hat. Ich so, ihr legt mich doch jetzt gerade rein. Nee, es ist tatsächlich so passiert. Also genauso wie es Gavin ging, ging es mir kurz danach auch. Was mich ja am meisten erschreckt, und ich habe so etwas Ähnliches erlebt, das Schweigen der sogenannten Bildungsbürger. Ich will mal Folgendes sagen. Als ich noch bei KenFM tätig war und es dann auch gegen mich publiziert wurde, der Spiegel meine Privatadresse bekannt gegeben hat, das ist mir passiert im schönen Latte Macchiato-Viertel Prenzlauer Berg, dass ich mit meiner Frau, meinem kleinen, damals glaube ich vierjährigen Sohn, zum Einkaufen beim Ökomarkt und dann von einer Gruppe schwarzvermummter Linksextremisten bedrängt wurde und die mich zusammenschlagen wollten offensichtlich. Und dann haben diese Latte Macchiato-Eltern, mit deren Kindern meine Kinder auf die Schule gingen, nur die Handys gezückt und geguckt, wie es ausgeht. Also ich kenne das schon. So bis ich mir einen von denen geschnappt habe, gesagt, wenn jetzt das nicht Schluss ist, dann
fließt Blut und es wird nicht erst meins sein. Dann kam zufällig eine Polizeistreife und da haben sie sich zurückgezogen. So, und ich habe das auch gemerkt, dass die Schulen, an die meine Kinder gegangen sind, da wurde meiner Tochter gesagt, wenn rauskommt, meine Tochter hat sich dann freiwillig in ein Internat verabschiedet, weil es ihr dazu gefährlich war in Berlin mit dem Regierungsviertel. Und da hat man ihr dann gesagt, wenn rauskommt, wie ihr Vater ist, dann müsste sie gehen, sie wäre dann sonst ein Sicherheitsrisiko. Ich kenne das alles. Und wenn du das aber jemandem erzählst, dann sagt er, nein, jetzt übertreib mal nicht, das ist die Wahrheit. So. Und das kannst du aber keinem sagen. Das heißt, was jetzt passiert, ich habe ja, naja, vielleicht ist da noch der Migrationshintergrund vielleicht noch so, oder was ich ja, ein Mensch, der voll integriert ist, der es zu etwas gebracht hat, kommt auch noch Neid dazu. Aber inzwischen ist es ja so, ich finde, während Corona ist diese Republik gekippt. Und deswegen, ich glaube auch nicht mehr, dass das zurückkippt. Und das ist dieses große Schweigen. Nein. Das hast du ja auch neulich im Gespräch mit Tom Lausen besprochen. Die Zahlen, auf denen das alles basiert, sind von den Behörden selbst veröffentlicht und als eindeutige Lüge erkennbar. Das ist ja deutsche Tradition, oder? Die deutschen Behörden dokumentieren immer ihre Verbrechen selbst. Wo sind die Rechtsanwälte? Wo sind die Richter? Wo sind die Ärzte? Wo sind die Bildungs-? Dafür ist niemand zuständig. Und deswegen, ich sehe es genauso. Wenn morgen ein Lager errichtet werden würde, wo solche Leute erst einmal, weil man unter Verdacht in Schutzhaft genommen werden, es würde keinen Aufstand auf diesem geben. Und für mich ist das eben so, dieses Land ist zunehmend gefährlich für jeden, der offensichtlich anders denkt. Es ist zunehmend gefährlich. Und jetzt halt auch schon für Kinder. So, weil das ist natürlich einen Schaden anrichtet und auf das Kind gezeigt wird und man sich von dem distanziert, das ist sonnenklar. Und ich glaube auch, das ist eine so traumatische Erfahrung. Aus so einem Kind kann später ein Extremist werden. Weil dieses Kind und auch die Eltern kann ja nicht mehr sagen, da hat der Staat einen Fehler gemacht. Weil das hat eine so traumatisierende Wirkung nach dem Motto, haben die Eltern Waffen verkauft und das Kind als Kurier eingesetzt und es hat schon 2-3 Jahre lang Koks auf dem Kok. Dann könnte man darüber noch, nein, es war bisher unbescholten, aber es hat die Schlümpfe geteilt. Ich meine, Sie sind auch neulich vor allem Wenn es all das getan hätte, es ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass dieses Kind auf der Flucht wäre. Man kann es zu Hause aufsuchen, man kann nach der Schule dahin fahren, alle möglichen Gespräche führen oder auch in der Schule nach Unterricht. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, während des Unterrichts dieses Kind durchzuführen, am Pranger durch diese Schule zu führen und zu zeigen, das passiert mit dir, wenn du gegen dieses Regime bist. Also Paul, gut finde, ist, dass ein Rektor in seinem Irrsinn gar nicht merkt, so wurde damals Ideologie durchgesetzt. Das ist vollkommen klar, aber es ist so jemand, der auch eben besten Wissen das Rechte gemacht. Ja, das ist mir schon klar. Wir sind natürlich ganz anders. Wir sind natürlich, wir marschieren auf der linken Seite an die Front. Aber dass Polizisten das tun, das ist für mich unfassbar. Dass ein Polizist muss sagen, also das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen, weil ich muss das ja machen. Würde der dann auch erschießen, wenn das im Befehl steht? Also wie weit würde der gehen? Ja, würden ganz sie. Normale würden Männer. Und das ist genau, ganz normale Männer. Und vielleicht werden morgen das Kind in Schutzhaft genommen und erst freigelassen, wenn die Eltern sich melden. Aber der Vater ist gerade auf Berufsreise, dann so lange kommt. Ich weiß, wenn das angeordnet, würden die das auch machen? Wie weit würden die gehen? Und ich habe es bei Corona auch gemerkt im Park, wie Omas und schwangere Frauen von Polizisten gejagt wurden. Und deswegen, für mich ist diese Republik gefallen. Deswegen wundert mich das nicht. Ich frage mich nur, wann. Also wenn das in Russland passiert wäre, weil das Kind hätte ein Nawalny-Bild geteilt, was meinst du, was hier los wäre? Aber das ist ja, nee, hier ist also, das... Kleine Sekunde, bevor Paul mir das Wort gibt, dränge ich mich mal vor. In zwei Punkten möchte ich widersprechen. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mit 16 Jahren, also war zwar ein Junge und das Mädchen ist ein Mädchen, 2 Tage in der Hammelsgasse in Frankfurt in Untersuchungshaft verbringen musste, weil ich gegen die Notstandsgesetze demonstriert habe. Der Antikommunismus der Republik, der Bundesrepublik, der Westdeutschen Bundesrepublik in den 50er, 60er, 70er Jahren hat genau das zutage gefördert, ohne, Paul, dass es Faschismus war. Du hast ja einen Widerspruch. Du nennst immer alles gleich faschistisch und dann sagst du, ich hätte gar nicht gedacht, dass das noch schlimmer möglich ist. Es ist noch schlimmer möglich. Genickschussanlagen und das, was der Faschismus gemacht hat und die Kommunistenverfolgung auch unter Adenauer, was kein Faschismus mehr war, aber bedenkliche Züge davon zeigen, dass da immer Luft nach oben ist. Und deswegen sollte man nicht so obersten Superlativ faschistisch immer so schnell greifen, auch wenn ich vollkommen deine Emotionen und die von Kevan verstehen kann und ich das genauso empfinde wie du. Nur brauche ich dazu nicht den Begriff des Faschismus, sondern eines Staatsterrorismus, den diese Typen immer weiter treiben. Und dann kann natürlich auch irgendwann das oberste Superlativ dabei rauskommen. Wollte ich nur nochmal sagen zur Sprachwahl. In der Beschreibung, das ist ja eine Frage der Analyse und der Kategorien, aber in der Beschreibung ist mein Zorn darüber natürlich so groß wie der deine, Paul. Und ich finde auch
diese Typen, ich kann mir sie so richtig vorstellen, ich kenne diesen Zimmermann da nicht, aber ich kann ihn mir so richtig vorstellen, mit seiner Wokenfresse, mit seinem Bekenntnis für Migranten, mit seinem Bekenntnis für die Klimakrise, mit seinem Bekenntnis... Wahrscheinlich Schule ohne Rassismus wahrscheinlich, so ein Kleber. Ja, genau. Schule mit Parade, das ist ja das natürlich, aber natürlich wird er hinter der Regierung stehen, die jetzt die russische Forderung, die 1,1 Millionen Menschen, die durch die Belagerung der deutschen Wehrmacht in Leningrad getötet worden sind, als Völkermord zu qualifizieren. Aber durch wird er sagen, Völkermord war das nicht, und wird dann schwurbeln, solange er lustig ist. Also diese Typen mit ihren weichen Gesichtern und ihren rasierklingenharten Entscheidungen kenne ich, diese unerbittlich netten, rosa-grünlichen Fratzen, die im Grunde genommen gar keine wirkliche Empathie für die arbeitenden Menschen haben, für die sozial Entrechteten auf der Welt haben, sondern die nur sich sehen, über anderen zu stehen und den Achselschweiß möglicher AfD-Wähler einfach nur verachten. Das ist dieser Typus, und dem gegenüber müssen wir alles mobilisieren. Dabei dürfen wir uns nicht ins Ausschießen oder ins Ausreden, indem wir dann für Menschen, die das auch mit großem Unmut sehen, am Ende nicht mehr, wie man so sagt, anschlussfähig sind. Tja, Dieter, ich lasse jetzt mal die Frage des Faschismus dahingestellt. Ja, deswegen finde ich es gut, dass Dieter Dehm in dieser Talkshow ist. Er bringt da immer so, wenn Paul Brandenburg hier ja mit diesen Nazi-Vergleichen kommt, ich meine, ist ja nochmal Faschismus. Ich meine, Nationalsozialismus war ja nun... Das war ja eins der faschistischen Regime, was besonders in Europa gewütet hat. Also da sollte man nicht leichtfertig mit irgendwelchen Vergleichen kommen. Deswegen finde ich es gut, dass Dieter Dehm hier in der Runde ist. Der hat einen marxistischen Faschismusbegriff und verwendet das dementsprechend nicht so willkürlich. Also ja, es gibt auch, und man sollte ja auch vielleicht auch mal anmerken, es gibt auch totalitäre Systeme, die nicht faschistisch sind. Also es gibt auch Systeme, die massenweise Oppositionelle umbringen, ohne faschistisch zu sein. Also ja, das heißt, ja, man sollte mit diesem Begriff Faschismus vorsichtig umgehen. Das wollte ich nur damit sagen. Das meint wirklich spezifisch die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Und das meint nicht, ja, man kann nicht jede Diktatur als faschistisch bezeichnen. Man kann auch nicht einen demokratischen Staat, der sich ja langsam zu einem nicht mehr demokratischen Staat transformiert, gleich als faschistisch bezeichnen. Also man sollte mit diesem Begriff sehr, sehr vorsichtig umgehen. Der Streit um Worte scheint mir da nicht so wichtig. Zwei Punkte würde ich gerne aber aufnehmen. Erstens, doch, dass es nicht schlimmer geht, oder dass es noch schlimmer wurde, überrascht mich, weil ich ja davon ausgehe, dass es innerhalb dieser gescheiterten Republik doch eine kritische Menge an Menschen geben muss, die ein Interesse an einer demokratischen, an einer grundsätzlich friedlichen und liberalen Art des Zusammenlebens haben wollen. Ich habe dich ja auch ausreden lassen. Ja? Deswegen lass mich da ausreden. Deswegen finde ich schon, ist es schlimmer, dass hier keinerlei Reaktion kommt. Insbesondere eben von den Eltern dieses Richard-Himmler-Gymnasiums. Es gibt Menschen, die ein Interesse daran haben, dass es hier anders läuft, aber die sind eben erstmal in der Minderheit und zweitens sitzen die nicht an den entscheidenden Stellen. Ja, es ist schon enttäuschend, dass die Eltern da jetzt nicht mal einen Aufstand gemacht haben, aber ja, es ist halt, die meisten Menschen interessieren sich nicht für Politik. Die meisten Menschen, die wissen nicht, was damit anzufangen ist, wenn plötzlich an der Schule der Direktor meint, Gesinnungspolizei spielen zu müssen. Es ist traurig, aber es ist leider so. Ist Aula. Schlimmer. Warte doch bitte. Ich habe dich auch auswählen lassen. So. Zweitens finde ich es wichtig und danke dir, dass du diesen Hinweis auf die Kommunistenverfolgung bringst. Denn der ist in der Tat, der sticht. Und den finde ich wichtig. Es wurde damals da bitte ich dich jetzt dann doch mit zu unterbrechen, da gab es auch diese nicht Unvereinbarkeitsbeschlüsse, aber es gab diese Hexenjagd gegen... Die Berufsverbote gegen Lehrer und die Jagd, die damals an Schulen veranstaltet wurde. Genau. Absolut richtiger Hinweis. Aber, und das ist das dicke Aber, damals gab es eben auch eine Gegenbewegung in dieser Republik. Und es haben tatsächlich trotz dieser konservativen Übermacht Leute gesagt, so kann es nicht weitergehen. So, jetzt bin ich still. Ja, also aber diese Gegenbewegung, die hatte ja die hatte Unterstützer bis in die SPD hinein, aber die SPD, die hat diese Berufsverbote ja letztlich als Kompromiss an die Konservativen durchgepeitscht, damit die Konservativen gleichzeitig die Ostpolitik der SPD mit tolerieren. Also es war mehr oder weniger ein Versuch, CDU und FDP ruhig zu halten, diese Berufsverbote auch. Also ja, muss man jetzt sich die historische Situation in den 70ern nochmal angucken. Darauf haben wir lange gewartet. Erstmal waren die Berufsverbote da, erstmal kuschten alle. Dann kam ein leises Murren. Dann haben wir in den Umfragen 15% gegen die Berufsverbote gehabt. Und was weiß ich, 75% oder 70% dafür. Und erst 5, 6, 7 Jahre später kippte das. Ähnlich übrigens wie die Mehrheiten für die NATO-Raketen. Also du musst
nicht denken, es geht alles viel langsamer, als Demokraten das wollen. Und es geht meistens erstmal so schnell, wie es die Herrschenden wollen oder dieses Regime will. Schau dir bitte mal die nicht-faschistische Verfolgung von Kommunisten in den USA unter McCarthy an, wo ein großer Sänger, Paul Robeson, du wirst ihn kennen von seinem Lied Old Man River, in die Klapsmühle getrieben wurde. Der ist dann am Ende auch in der Nervenheilanstalt umgekommen. Wo Charlie Chaplin des Landes verwiesen wurde, wo Menschen haufenweise umgekommen sind, große Konzertveranstalter, übrigens ein jüdischer Konzertveranstalter, der mit Pete Seeger und mit Harry Belafonte ein Konzert für die Waisenkinder der Rosenbergs gemacht hat, die auf dem elektrischen Stuhl zu Tode gefoltert worden waren und der dann vom Ku Klux Klan ermordet worden ist. Also alles das hat es in den USA, ohne dass es Faschismus war, ein Gemetzel. In Italien sind nach 1945 3000 Demokraten von Gladio, also einer Partnerorganisation der CIA, ermordet worden. Darunter der Chef der größten staatlichen Einrichtung, Enel, der mit dem Flugzeug abgestürzt wurde. Hey, da hätte ich jetzt tatsächlich gerne eine Quelle, wie Dieter Dehm auf die Zahl kommt. Also, dass Gladio in Italien aktiv war, keine Frage. Dass da der Verdacht besteht, dass sie in Terroranschläge verwickelt war. Also Dieter Dehm hat da jetzt das Beispiel Enel genannt. Ja, auch keine Frage. Aber wie kommt er auf die Zahl 3000? Abgestürzt wurde, wo man dann später herausgefunden hat, dass da manipuliert wurde, dass er eben gestorben ist. Also das sind alles Dinge, die zertreten, untergeflügt in der Geschichtsschreibung sind, die keiner weiß. Und deswegen kommen wir immer zu schnell zu dem Begriff des Faschismus. Der hat noch erhebliche Steigerungsformen. Es ist schon schlimm, wie eine Gesellschaft, die sich auf diesem wunderbaren Grundgesetz baut, so ins Gegenteil pervertiert werden kann von einer Horde ideologischer Banditen wie Faeser und auch teilweise Paus, mit der ich früher befreundet war, und anderen, die eben im Grunde genommen gar keine Achtung vor Menschen haben. Ich will gar nicht sagen vor Menschenrechten, sondern die das menschliche Wesen, vor dem der Kommunist Maxim Gorki sagt, der Mensch ist das Heiligste, dass man vor denen nicht mal eine mindeste Achtung hat. So ein Kind so zu demütigen, das wird einen längeren Schaden davon tragen. Wenn das andersrum passiert wäre, mit irgendeinem Bokenmädchen, was ich vielleicht in der Klima- oder sonst wie oder Festklebeaktivität betätigt habe, würden die Zeitungen voll sein von den Spätfolgen dieser neurotischen Spätfolgen dieser Demütigung, dieses Terrorakts, der da in der Schule stattgefunden hat. Bei denen weist man darauf hin, na, das war ja wahrscheinlich eine AfD-Werbung. Ja, und das haben sie nicht mal begriffen. Selbst wenn die AfD-Faschisten sind, was sie in Toto nicht sind, hätten sie Menschenrechte, Bürgerrechte und sie bekämen einen Strafverteidiger gestellt und sie, wenn sie das Geld nicht haben, also selbst die haben ein Mindestmaß der bürgerlichen Rechte im Grundgesetz garantiert, aber da es keine Achtung vor den Menschen gibt, gibt es auch keine Achtung vor diesen Menschenrechten. Ja, da können wir uns darauf einigen, auch wenn wir die Frage der Wortfindung auf nächste Woche vertagen. Kevin, du sagst, aber wie passen zu diesem... So, kommen wir zur nächsten Schlagzeile. Also das war, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, tatsächlich die Schlagzeile der Woche, die Paul Brandenburg ja angeführt hat. Ist katastrophale Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn Schüler plötzlich an Schulen abgeholt werden und eine Gefährdeansprache bekommen, weil sie völlig legale Sachen auf ihren privaten Social-Media-Accounts geteilt haben. Also ich glaube, deswegen ist das auch einfach die Schlagzeile der Woche, können wir jetzt, glaube ich, schon sagen. Ist jetzt die erste Schlagzeile, aber naja, kommen wir danach mal zu K1s Schlagzeile. Kommen wir jetzt zu der Schlagzeile von K1 Sufi Sia Wasch. Thema, der Staat macht keine Fehler und Bürokratie ist gut. Das stammt nicht von mir. Das hatten wir gedacht. Unser Wirtschaftsminister hat vor ein paar Menschen gesagt, die sich die Unternehmer sind und die haben sich das angehört. Es gibt keine Kamera, die Unternehmer zeigt, weil ich gehe davon aus, dass wenn ich dort gewesen wäre, ich einfach den Saal verlassen hätte und zwar einfach, das kann ich mir nicht mehr anhören. Was ich dazu sagen möchte ist... was ich sagen möchte ist, das kann man echt pauschal über unsere Regierung sagen. Die sind ja rhetorisch extrem unbegabt. Der redet ja dann auch davon, also er selbst sagt, der Staat macht keine Fehler und deswegen wäre der Staat und Bürokratie ja im Sinne gut, weil ohne die Bürokratie würden zum Beispiel die Bäcker, ich zitiere das alles mal, Produkte liefern, von denen der Mensch Durchfall bekäme. Und nur weil der Staat kommt und ihm dann droht, macht der Bäcker das nicht. Also der Staat muss überall dabei sein, weil sonst ist dem normalen Bürger nicht zu trauen. Und das heißt, brauchen eine Planwirtschaft. Und das ist ja durchgängig so. Das heißt, unser Wirtschaftsminister, und das möchte ich ganz offen mal sagen. Das hat Habeck wahrscheinlich nicht so gesagt und für die große Industrie stimmt das. Also wenn die große Industrie keine Vorgaben vom Staat bekäme, dann würde sie so sehr an den Zutaten sparen, dass die Qualität von viel schlecht wäre, dass man davon also wirklich gesundheitliche Probleme bekommen würde. Es ist einfach so, das liegt jetzt auch nicht daran, dass die böse ist oder so, sondern das ist einfach eine systemische Logik. Und deswegen ist es gut, dass es staatliche Vorschriften gibt. Okay, für den kleinen Bäcker mag das jetzt nicht gelten, aber es gibt ja einen inhärenten Trend zur Monopolisierung. Das heißt, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber
Dass wir eine Planwirtschaft brauchen, das wird Habeck, glaube ich, nicht gesagt haben. Das ist meine ganz persönliche Meinung, ist schlicht. Der ist wirklich ganz, ganz schlicht. Allein wie er spricht, die Art, wo man denkt, der Mann ist doch nicht ganz klar. Und ist auf jeden auch klar. Also nicht mal, wir reden nicht davon, dass er insolvent ist, sondern seine Überzeugung. Wenn man dann die Bücher liest, die seine Frau rausbringt, wo Kinder die Wahl haben, welchen Tod sie sterben wollen, das ist inzwischen eine Sekte, eine Endzeitsekte, die aber sagt, und das ist genau deren Punkt, das passt auch zu dem Kind, der Mensch, der neue Mensch, der muss zu seinem Glück gezwungen werden. Und wie dieses Glück aussieht, das definieren wir. Das sehe ich auch bei dem grünen Gewölbe, die dann über Rente und bla labert. Und wenn sie dann konkret angesprochen wird bei Lanz, dann weiß sie nicht mal, was so eine Mindestrente eigentlich bedeutet. Nur so du meinst viel, Ricarda Lang, wir müssen das übersetzen. Ja, Ricarda Lang. Zuschauer. Genau, Ricarda Lang, die nicht weiß, dass man 40 Jahre dann lang arbeitet. Ich immer auf der armen, dicken Frau rum. 28 Jahre lang muss man arbeiten, um zu 1.000 Euro Rente zu kommen. Aber wenn du jetzt hier als Flüchtling herbekommst, bekommst du eigentlich die volle Packung. Dass das natürlich in der Bevölkerung zu Unmut führt, das kann sie sich gar nicht erklären. Oder aber, wenn jemand in seiner Heimat Probleme hat, dann da muss der doch nach Deutschland kommen, wo jeder sagt, das ist ja richtig. Aber wenn du alle Menschen der Titanic in nur ein Boot bringen wolltest, dann gehen alle unter. Das ist übrigens, was ich auch immer sage, sehr unfair gegenüber denjenigen, die vor 20, 30 Jahren gekommen sind, voll integriert sind, die ihre Steuern zahlen, wo es dann heißt, ja, ihr alle aus dem Orient. Da sagt mir der türkische Gemüsehändler, was wird denn das eigentlich? Ja, so, weil das heißt dann immer, ja, da sind welche Kriminalstatistiken, die meinen jetzt, ich werde jetzt schon komisch angeguckt, dabei mache ich doch seit 30 Jahren, ich spreche super Deutsch, Kindergeld, das hat alles in einen Topf geworfen. Das heißt, da wird ja auch eine Ventilfunktion geschaffen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, mir fehlen diesbezüglich die Worte, dass unsere Bundesregierung auch, sie ist ja anti-intellektuell. Die hat ja überhaupt nichts drauf. Also unser Außenminister ist wirklich schlicht, aber inzwischen arrogant. Nochmal, Kevan bringt hier jetzt wirklich sehr viele Sachen auf einmal, aber nochmal, um auf den Chat einzugehen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass der kleine Bäcker ein Rezept von vor 200 Jahren vergessen wird. Aber die große Industrie wird einfach versuchen, bei ihren Zutaten immer mehr zu sparen. Und die wird dann am Ende auch irgendwelche, die wird am Ende so sehr sparen, dass das mit erheblichen Qualitätseinbußen einhergeht. Das ist einfach so, weil jeder immer billiger produzieren will, um eben den eigenen Profit zu steigern. Also wie gesagt, beim kleinen Bäcker, da mag das jetzt nicht so sein, aber wir haben in unserem System nun mal einen Trend zur Monopolisierung und wenn es keine staatlichen Vorschriften gäbe, dann gäbe es nichts, was diesen Prozess aufhalten würde. Also wir können das ja bei banaleren Sachen als Brot beschreiben. Nehmen wir Arbeitszeitverkürzung. Das gibt's auch nur, weil der Staat nach und nach Vorschriften erlassen hat. Beziehungsweise weil die Gewerkschaften sehr kämpft haben. Das passiert nicht automatisch. Wieso völliger Quatsch? Jetzt begründ mal. Wenn jedes Unternehmen versucht, billiger zu produzieren als das andere. Und als Konsument, wenn ich im Supermarkt ein Brötchen kaufe, wie gesagt, jetzt nicht beim Bäcker. Nicht beim Bäcker um die Ecke, den ich kenne, sondern im Supermarkt, wo ich wirklich nur zwei Brötchen nebeneinander habe. Und ich nicht weiß, was da drin ist, weil es eben auch keine staatlichen Vorschriften gibt, die sagen, was da drin sein soll oder die sagen, dass die Hersteller es ausweisen müssen. Wonach selektiere ich dann, welches Brötchen ich nehme? Nach dem Preis und nach dem Geschmack allenfalls und nach dem Aussehen vielleicht. Aber sonst habe ich nichts. Also dieses Argument, das ist bei der großen Industrie, wie gesagt, nicht falsch. Darum ging es nur. Du auch mal siehst, der Wirtschaftsminister, wie er gegenüber einem Reporter, der früher bei RT war und jetzt bei den Nachdenkseiten, sagt von Nachdenk, was arrogant von oben herab. Wo ich denke, diese Regierung ist gefährlich, weil das sind Ideologen. Das ist eine Sekte und die gehen dahingehend über Leichen, dass wir, die das nicht begreifen wollen, wir sind sowieso Menschenmüll. Die sind voll auf einem, das ist wie eine Sekte, wie ein Trip. Und das heißt, wir sind, in deren Weltbild sind wir die falschen Menschen. Und das kannst du durchziehen. Bei Frau Faeser sehe ich es ganz genauso. Ich sehe es auch bei unserem Bundeskanzler. Und wenn ich mir dann nochmal anschaue, wen sie da anhimmeln, also den Herrn Schwab, der ja sagt, wir werden glücklich sein in 2030, dann gucke ich mir die Gesichter dieser Leute an. Und da frage ich mich, wenn man sich das Gesicht von unserem Wirtschaftsminister anschaut, von Frau Faeser anschaut, von unserem Bundeskanzler anschaut, von der Chefin der SPD anschaut, von Kühnert, ist das das Glück? Sieht so das Glück aus? Na, dann kann ich darauf verzichten. Aber auch im Umfeld, ja, da fällt jetzt das schlimme Wort Ulrike Herrmann, die ja Taz-Mitglied ist und auch, glaube ich, bei den Grünen und ihre Partei ruhen lässt, dass die dann auch sagt, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen, wir brauchen unbedingt Planwirtschaft. Grünes Schrumpfen. Jeder sagt,
Ja, wo dir jeder sagt, du, das haben wir schon mal. Das wäre ja eine gute Idee, wenn der Mensch so wäre, wie du ihn gerne hättest. Der ist aber so nicht so. Aber da muss man diese Politik eben gegen den Menschen machen. Wir werden die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Und das kommt dabei raus. Das sind Leute, die sind ideologisch so verbohrt und deswegen auch bereit, so weit zu gehen, dass sie sagen, naja, der ewig Gestrige, der kann halt. Naja, jetzt bringt er hier Habeck und Herrmann durcheinander. Also die Schlagzeile von Kälbern, die gefällt mir nicht, weil er ja ganz viele Sachen zusammenwirft. Und ja, Analyse vorlegt. Also das gefällt mir jetzt nicht. Bei Ulrike Herrmann, da muss man dazu sagen, sie ist wenigstens ehrlich. Also wenn ihr Degrowth wollt, wenn ihr eine schrumpfende Wirtschaft wollt, ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, die das fordern, dann geht das in unserem marktwirtschaftlichen System nicht. Dann müsst ihr ehrlich sagen, okay, ich bin für Planwirtschaft. Das macht dann aber keiner der Degrowth-Befürworter, weil sie genau wissen, auf was für Abwehrreflexe diese Forderung nach einer Planwirtschaft stößt. Also ich bin, wie gesagt, ich bin weder ein Freund von der Planwirtschaft noch ein Freund von Degrowth. Aber wenn ihr für Degrowth seid, dann ist das die einzig logische Konsequenz, auch für eine Planwirtschaft zu sein. Halt nicht mitgehen. Und das ist ganz oft so gewesen, dass bei Ideologien, ja, es immer hieß, der neue Mensch muss geschaffen werden. Wie werden wir den Alten los? Und der Alte ist eben, der macht Widerspruch. Und deswegen wird in diesem Land ja auch jede Art von Opposition bekämpft. Und was sie sich natürlich wünschen, ist, dass wir spätestens ab 2030 alle diese Google-Brille aufhaben, mit der idealisierten Welt unser Haus gar nicht mehr verlassen und die Brosamen dann kassieren und die für die neue Freiheit halten. Was ich auch immer, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist in dem Leben dieser Leute vorgefallen. Und ich glaube, sie sind alle, die wir in den Ämtern haben, in ihrer Jugend tief traumatisiert worden und jetzt sind sie am Drücker und üben Macht aus. Das sind ja ganz oft Leute aus kleinen Verhältnissen, die jetzt uns ja mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber und das deswegen, war schon die Methode der Nazis, Kevin. Ja, aber das ist für mich, das macht die Sache für mich auch so gefährlich, weil du denen auch nicht mehr mit Logik beikommen kannst, sondern das sind einfach, das sind Menschen, die einer Endzeitsekte angehören und die sind bereit, für ihr Weltbild, um die Welt zu retten, über Leichen zu gehen. Und deswegen wenden sie die Methoden an, ja, die sie anwenden, damit keine Partei an die Macht kommt, die Methoden anwenden würde, die sie anwenden. Und darin erkennen sie keinen Widerspruch. Und was mich aber, was ich so schlimm finde, ist, und das ist solche. Da hat er jetzt mal einen guten Punkt. Also diese Hetzkampagne, die gerade gegen die AfD läuft, damit werden wir uns heute auch noch an anderer Stelle beschäftigen. Die läuft ja immer darauf hinaus, die AfD ist anti, die ist ganz böse, die will unsere Institutionen unter unsere Kontrolle bringen. Also müssen wir jetzt unsere Institutionen unter unsere Kontrolle bringen und sie gegen die AfD verwenden. Also das ist ja dann immer diese Argumentation. Und den Leuten, denen fällt echt dieser inhärente Widerspruch nicht auf. Also da hat Kevan völlig recht. Leute gibt, weil es ist ein klassischer Menschentypus, der in diese Politik will. Entweder ein Machtmensch oder ein Ohnmachtmensch, so kann man ihn in diesem Fall ja nennen. Dass aber die bürgerliche Gesellschaft dem so zuseht, das ist das, was mich erschreckt. Dass es Leute gibt, die nicht alle Nadel an der Tanne haben. So what? Wenn du die Biografien der Leute recherchierst, sagst du, eigentlich dürften sie sich gerne mal auf die Couch setzen von Frau Illner, aber sie sollten sich hinlegen. Die müssten sich alle mal hinlegen. Sind alle, die müssten mal aussprechen. Sie brauchen die Gruppentherapie. Aber dass die Bildungsschicht so tut, als ginge sie das nichts an. Und aber am Ende sagt, na, ich bin der Demokrat. Erstens habe ich die Zeit abonniert und die Süddeutsche liegt bei uns auch und alle 4 Jahre wähle ich die richtige Partei. Außerdem gucke ich die üblichen Fernsehsendungen und plapper dann nach. Das ist für mich das, wo ich sage, dass bei mir sind sehr viele dieser Bildungsbürger in den letzten 4 Jahren im Ansehen so gesunken, dass ich eben weiß, die haben nie demokratisch gehandelt. Das tun die auch gar nicht. Und sie unterscheiden sich von ihren Großeltern überhaupt nicht, sondern das sind Unterlasser in Form von Demokratie, weil hinter geschlossenen Türen wissen sie ganz genau, dass es so ist. Aber sie gehen davon aus, dass wenn es richtig kracht, dass sie sich da mit ihren Kindern reich geworden durch Rüstungsaktien, die sie mit Sicherheit alle haben und Pharmaaktien, in ihren SUVs in die Schweiz absetzen werden. Das ist deren Denke. Ja, und das widerspricht dem, was Kevan vorhin gesagt hat. Also wenn diese Leute für Planwirtschaft wären, dann würden sich nicht große Aktienpakete anschaffen und dann später auf eine Karriere in Rüstungsunternehmen hoffen. Das ist, alleine deswegen können sie nicht für Planwirtschaft sein, alleine deswegen müssen sie dafür sein, dass dieses kapitalistische System, so wie es gerade besteht, noch eine Weile weiter existiert. Und das ist so lustig, ja, was mich auch so beschämt, dass wir es mit einer Regierung zu tun haben, da kann ich keine Satire mehr drauf machen. Das geht überhaupt nicht, ja. Also, wie gesagt, der Staat macht keine Fehler und Bürokratie ist gut und Bürokratie abbaut, noch ein Zitat, bedeutet unternehmerischen Mut. Wo ich denke, Scheiße, das hat er doch jetzt nicht gesagt. Ich meine, es ist doch nicht die Firma, die Bürokratie, das seid doch ihr. Das weiß der nicht. Und auch wieder immer so stammelt, so wie, hast du was getrunken? Ist das noch, kommst du gerade aus der Betäubung? Dem kann man doch nicht zuhören. Und der Mann ist promovierter Literaturwissenschaftler. Ja, das glaube ich nicht. Und das ist, wo ich denke, sag mal,
große Strukturen erzeugen immer automatisch ein gewisses Maß an Bürokratie. Also das gilt auch für Großunternehmen. Natürlich ist das meiste von Bürokratie staatlich vorgeschrieben, aber es entwickelt sich, je größer eine Machtstruktur ist, immer automatisch Bürokratie. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Wann reicht, das ist doch Idiocracy, wer den Film nicht kennt. Und das ist genau der Punkt. Deswegen für mich ist klar, und das ist etwas, was ich eigentlich nie sage, aber in diesem Land, ich gebe das Land nicht auf, aber ich gebe auf, innerhalb dieses Landes für dieses Land zu kämpfen. Es hat keinen Wert. Es wird gefährlich, weil alle nur so dumm rumschauen, so wie bei Morlock und die Lois, die Zeitmaschine, da fällt das Kind da ins Wasser und alle gucken so Empathie, so bis da einer reinspringt. Was machen die denn alle? Und das ist diese Gesellschaft. Das also ist diese vielleicht, Gesellschaft. Vielleicht, Kevan, du bist eingestiegen mit der These, das Land wird anti-intellektuell regiert. Ich will da wieder einen Kommunisten zitieren, nämlich den Dichter Bertolt Brecht, der gesagt hat, nein, die meisten Intellektuellen sind Huren. Und wenn du da mal mit rangehst, dann werden die durchaus intellektuell regiert, nämlich die Intellektualität wird so lange strapaziert, bis du das am Ende umdefiniert hast, was du brauchst, um deine Interessen, meistens sind es ja die Interessen von BlackRock und Rheinmetall und anderen Großaktionären, was die dann wollen. Also die Intellektuellen sind bei ihm, er hat ein Stück geschrieben, das heißt, der ist ein Stück über die Königstochter, die dann eben die Prüfung macht und Intellektuelle dann den Raub ihres Vaters an der Seite im China dann begründen sollen, und welcher Intellektuelle nicht ordentlich lügt, kriegt den Kopf abgenommen, und wer richtig lügt, das einfache Volk betrügt, der kriegt dann die Königstochter tatsächlich übereignet. Also das ist ein ganz satirisches Stück, da hat er die Tui-Romane geschrieben, also den Tui-Roman, wo er auch diese Tuis, so nennt er die pachtbaren Intellektuellen, beschreibt. Das heißt, du hast Journalisten, du hast Juristen, du hast Schuldirektoren, die einfach ihren Geist und was sie antrainiert bekommen haben an Intellektualität nutzen, um den Herrschenden ein Bettvorleger zu sein. Ja, das ist richtig, aber weißt du, das kann man ja auch sehen, wenn das mal verloren gegangen ist. Die haben ein sehr feines Gespür, ab wann es gefährlich wird, gegen den Stachel zu löcken. Und jetzt aber, so dass man sich so anschmiegt, aber dass man vor sich selbst immer sagen kann, na, ich bin schon noch kritisch, ja. Und da gehören für mich ja solche Leute auch wie Brecht dazu. Ich habe ja noch Willemsen erlebt, das ist ja einfach eine vollkommen andere Liga. Aber man kann es ja eben auch erleben, das Schweigen im Walde zu Gaza. Man möge sich vorstellen, solche Bilder in Kiew, was da los wäre. Also eigentlich müssen wir zu diesem Schweigen müssten wir eigentlich dieses Stück von Brecht, in dem er also der Kongress der Weißwäscher Turandot, diese Königstochter, beschreibt, müssten wir mal gemeinsam aufführen. Wir müssten wirklich dieses Stück mal aufführen in einer kleinen Bühnenaufführung und überall dort das Schweigen zu Gaza, das Schweigen zu den Faschisten in der Ukraine, das Schweigen dazu, dass der Wirtschaftskrieg gegen China aussichtslos hier ständig verschärft wird. Aber weißt du, ich will dir sagen, Dieter, das würde uns verboten werden. Da würde ein Artikel kommen, wie wir das Werk missbrauchen. Uns würde es gehen wie Uwe Steimle, der nicht aus LTI vorlesen darf, in Dresden, wo der Mann herkommt. Also das ist alles nur noch irre. Aber das Erschreckende für mich ist einfach, dass ein Wirtschaftsminister tatsächlich so simpel gestrickt, der ist wirklich eine hohle Birne. Der ist wirklich, wo ich denke, der kann nicht das Ministerium leiten. Und das weiß auch jeder hinter vorgehaltener Hand, denkt, boah, hoffentlich. Aber die lassen dir das machen. Dass dieses bitte, Land jemand, der Mann, ja, das geht für jeden Bundesminister. Also ich finde Lindner noch inkompetenter als Habeck. Ich finde, diese ganze Bagage, die muss ausgetauscht werden. Das ist jetzt ein eigenes Merkmal von Habeck. Das ist bei allen Bundesministern so, dass die keine Ahnung von ihrem eigenen Fachbereich haben. Also deswegen steht Deutschland ja wirtschaftlich mit am schlechtesten da, wenn man die Industrieländer vergleicht. Also kein anderes Land in Europa macht eine solch verrückte Sparpolitik, gerade in der Rezession. Italien gibt mehr Geld aus, Frankreich gibt mehr Geld aus. Jedes Land hat ein riesiges staatliches Defizit, weil es in so einer Rezession eben so sein muss. Aber Deutschland spart, Deutschland setzt auf die Schuldenbremse. Und ja, natürlich schrumpft dann in Deutschland die Wirtschaft am stärksten. Das ist eine logische Folge einer solch inkompetenten Politik. Hochbegabt im Vergleich zur Außenministerin. Ja, das ist richtig. Aber auch von einer Arroganz oder aber einer, wo ich sage, der ist so schlicht, ich wüsste nicht, womit ich mich mit dem unterhalten könnte. Da gibt es keinen gemeinsamen. Das kann doch nicht der Wirtschaftsminister sein. Das kann doch nicht die Außenministerin sein. Das kann doch nicht die Innenministerin sein. Das kann doch nicht. Du hast zu viel Respekt vor unseren Regierungsamtlichen. Ja, das ist doch nicht die. Das ist doch. Ich meine, ich bin in einer anderen Zeit groß geworden. Was ich sagen möchte, ich habe neulich ein Interview geschickt bekommen und da sitzt. Wickert, genau, damals Tagesthemen-Moderator, sitzt 1999 mit Helmut Kohl und die reden über seine Politik. Und wenn du das einschaltest, und wir haben den ja damals gehört, denkst du, was für ein kluger, weiser Mann.
den wünscht man sich richtig zurück. Das hätte ich mir nicht. Oder, boah, ey, der hat ja richtig was auf dem Kasten, wie er über Mitterrand redet und George Bush und Clinton und Reagan. Der ist ja, das ist ja ein Staatsmann. Und wenn ich mir überlege, was wir heute für Chargen haben, der Staat macht keine Fehler. Und das glaubt der Typ wirklich. Das ist nicht so, dass er dann. Das ist für mich, also mir, für mich ist, ich bin durch hier. Tut mir leid, ich bin hier durch. Mir fehlen da die Worte und es prallt auch ab, wie Teflon ist das. Ne? Und da frage ich mich auch, ne, wenn man da gedacht hat, Frau Merkel in ihrem Wegschweigen kann man nicht toppen, wo ist die eigentlich? Wo ist eigentlich die? Die ist ja von der Bildfläche verschwunden. Und am Ende des Tages, und das ist das Erschreckende, weil es wird noch gesteigert werden, da gebe ich Brief und Siegel drauf, wird wieder jeder sagen, man hat es nicht gewusst oder was hätten wir machen sollen. Und das finde ich so widerlich. Ja. Ich bin es nicht gewesen, Adolf Hitler war es. Das kommt zurück. Genau. Und ob wir es dann Faschismus allesamt nennen, Dieter, wirst du dann entscheiden. Schreibt gerade einer im Chat, Habeck hat wirklich gesagt, der Staat mache keine Fehler. Ja, also das Zitat ist natürlich dumm. Also jeder Akteur macht Fehler. Also wir haben es nicht mit vollkommenen zu tun, wir haben es nicht mit einem vollkommenen Wettbewerb zu tun und wir haben es nicht mit komplett rationalen Akteuren zu tun. Also diese neoklassischen Annahmen, die sind ja Quatsch, das weiß ja jeder. Aber außer Habeck jetzt vielleicht. Aber ja, trotzdem fand ich Kälwans Schlagzeile jetzt nicht so gut. Also er hat viele Sachen hier durcheinander erzählt, ohne klare Analyse. Ich meine, Habeck ist ja wirklich ein inkompetenter Wirtschaftsminister. Ich habe es gerade schon gesagt, unsere Wirtschaft kollabiert gerade. 20% unserer energieintensiven Industrie sind abgehauen. Der Wohnungsbau bricht um ein Drittel ein. Also es ist eine einzige Katastrophe, was die Bundesregierung hier gerade wirtschaftlich anrichtet. Und wie gesagt, ist nicht nur Habeck. Das kannst du auch noch Lindner und die ganze Bagage noch mit dazu packen. Das ist... Kannst du dir jedes Ministerium, was irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat, anschauen? Also das Bundesbauministerium, das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, also Verkehrsministerium. Jedes Ministerium versagt eigentlich auf ganzer Linie. Deswegen steht Deutschland wirtschaftlich auch so schlecht da. Die Genickschussanlagen wieder da sind. Bis dahin sagst du, Russland, Demokratie, Nachhilfe. Oh, das ist schon die nächste Schlagzeile, zu der kommen wir gleich. Aber wie gesagt, Kälwans Schlagzeile, die hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das war ein bisschen durcheinander, das war keine klare Analyse, obwohl er mit der grundsätzlichen Aussage ja recht hat. Also Habeck ist vollkommen inkompetent, der sollte sofort zurücktreten. Diese gesamte Bundesregierung sollte sofort ausgetauscht werden gegen Leute, die zumindest unser Land nicht noch weiter deindustrialisieren, als das gerade der Fall ist. Aber ja, das muss man dann vernünftig begründen und nicht irgendwelche Zitate aus der Rede reißen und dann noch den Zuschauern irgendeinen vom Pferd erzählen von völlig anderen Themen, die damit wenig zu tun haben. Kommen wir nun zu den Präsidentschaftswahlen in Russland, mit denen sich Dieter Dehm beschäftigen wird. Entscheiden, wenn die Genickschussanlagen wieder da sind. Bis dahin sagst du, Russland, Demokratie, Nachhilfe, bitte ohne Deutsche. Ja, also wenn ein solcher Vorgang wie in Berlin bei der Wahlfälschung, die ja durch mutige Leute wie Marcel Lute und Roland Tichy und andere aufgedeckt werden mussten und nicht erstmal nicht von den offiziellen großen Zeitungen, wenn da sowas vorgekommen wäre, dann wären natürlich unsere Nachrichten voll gewesen. Und sie haben sicherlich, trotzdem sie keine offiziellen Wahlbeobachter haben dürften oder gehabt haben, da ihre Leute gab vor Ort, die sowas sofort aufgenommen hätten und über alle möglichen Geheimdienstkanäle, die dann meistens den Stempel von Nawalny oder anderen Dissidenten tragen, dann hätten sie das hier in die Medien auch gepusht. Jetzt entscheiden deutsche Medien, was in Russland Opposition ist. Ich will das nur noch mal sagen, Bernie Sanders, also der Kandidat der Herzen in den USA, konnte nie kandidieren, weil er schon im Vorfeld durch die innere Bürokratie der Democratic Party rausgesondert worden war, obwohl er beträchtliche Prozente in der Bevölkerung an Beliebtheit gehabt hat. Also da sind wirkliche Oppositionelle ausgeschaltet worden, wie in Russland. Und ja, man kann glauben, dass wenn jetzt Nawalny kandidiert hätte, Putin nicht gewählt worden wäre. In der Tat hatten wir 72% Wahlbeteiligung und 87% hat er davon, hätte er vielleicht 84% gehabt oder so irgendwas. Aber das ist ja nun auch wieder eine dieser Legenden. Ich will das nur noch mal deutlich sagen. Also 1996, der Dschuganow, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, gegen Jelzin kandidiert hat, wurde Jelzin unterstützt A von Putin und B von CIA-Wahlhelfern. In allem... Was? Wahlkampfteam von Clinton, die auch die Grünen in die Regierung gepusht haben. Genau, genau. Und in allen Umfragen lag Dschuganow deutlich vor Jelzin, der, von denen man ja immer sagte, dass Boris Jelzin nach langer, schwerer Krankheiten ohne das Bewusstsein zurückerlangt zu haben, dann wieder Präsident wurde. Jedenfalls ist
dann das erstaunliche Ergebnis eingetreten, dass Djuganov 33% hatte und Jelzin 35%. Das war eine reine Wahlfälschung. Mit unterstützt von US-Wahlkämpfern und CIA-Leuten, aber auch von Putin. Also Djuganov ist ein Oppositionspolitiker. Der wird überhaupt nicht erwähnt. Das ist eine Kreml-Partei. Natürlich ist es eine Kreml-Partei insofern, dass sie in der Duma sitzt. Aber das ist eine dieser Lügen, die in einem Land statt, von einem Land vorgetragen werden, was aufgebaut wurde, ich habe die Namen vorhin genannt, mit Reinhard Gehlen, dem Spionagechef von Adolf Hitler, der vom CIA übertragen bekommen hat, die Gründung des Bundesnachrichtendienstes, die bis dahin Gruppe Gehlen hieß, von Hans Klopke, der die Gesetze so umgetrimmt hat, dass sie Auschwitz-fähig wurden, also die Wannsee-Konferenz erst möglich gemacht hat. Der war Kanzleramtschef und Staatssekretär bei Adenauer. Von einigen anderen, von Hermann Josef Abs, der Auschwitz finanziert hat und dann einer der führenden Wirtschaftsmagnate und Kapitäne in dieser westdeutschen Bundesrepublik wurden. Und jetzt kommt eine neue Erkenntnis, dass damals schon über alle Wahlkampfsitzungen internster Art des SPD-Vorstands mit Erich Ollenhauer und Willy Brandt, Adenauer von Herren wie Ortloff und Ziegler, zwei SPD-Leute, die dort dabei saßen, der eine von beiden hat Protokolle beim SPD-Vorstand über die Wahlkampfführung geführt, also das ist alles protokolliert. Diese Protokolle gingen 1:1 in das Wahlkampfteam von Konrad Adenauer, sodass er dort, genau das wie in Watergate, mit illegalen erworbenen Informationen den Wahlkampf der SPD genau kannte und dagegen dann seine Skandalisierung durchziehen konnte. In einem Land, das eben nicht den Völkermordanspruch Russlands erfüllt, was Leningrad anbetrifft, was ja jetzt sozusagen sich auch jährt, in einem Land, das, wo führende Politiker sich nicht an große Volksbewegungen gegen Guantanamo, was es immer noch gibt, gegen Abu Ghraib, wo wir die Bilder gesehen haben mit der kleinen Soldatin, die da die Männer an den Halsbändern herumgeführt hat. In einem Land, was sich bekennt zu dem Judenschlechter Bandera und gleichzeitig hinnimmt, dass ein Herr wie Smotrich und ein Herr wie Ben-Gvir, also zwei Minister in dem Netanyahu-Regime, sich offen als Faschisten preisen, beziehungsweise für Völkermord und Vertreibung von Palästinensern einsetzen. In einem Land, in dem jetzt das Streikrecht eingeschränkt werden soll, ihr erinnert euch alle, das ist ein Kernstück der bürgerlichen Demokratie, dass das Proletariat die Fähigkeit hat zu streiken. Jetzt soll das eingeschränkt werden und in einem Land, in dem dann eben auch die FDP neben der Einschränkung des Streikrechts dafür eintritt, dass andere demokratische Rechte in den Betrieben eingeschränkt werden und Frau Stark-Watzinger dafür eintritt, dass wir Zivilübungen, natürlich Kriegsübungen, an den Schulen endlich einführen. Dann ist man fast dankbar, bin gleich fertig, dann ist man fast dankbar, dass CDU-Minister noch sagen, wir sollen nicht kriegstüchtig, sondern erst einmal schultüchtig werden in Deutschland. Und allerletzter Satz, ich habe das ja vorhin schon angesprochen mit Italien. In Italien ist, als es eine solche Wo wir schon bei zivilem Widerstand vorhin waren, hier gibt es den tatsächlich. Also die Gewerkschaft für Wissenschaft und Erziehung, GEW, die spricht für Erziehung und Wissenschaft, die spricht sich, Militarisierung der Schulen, die spricht sich gegen solche Kriegsübungen und so einen ganzen Schwachsinn aus. Also hier gibt es tatsächlich mal eine Gewerkschaft, die der Politik ein bisschen Widerstand leistet. Also sollte man an der Stelle vielleicht mal erwähnen, bei diesen ganzen verrückten Kriegsplanungen, die mittlerweile an unserem Bildungssystem Einzug erhalten sollen. Alternative gab und der Christdemokrat Aldo Moro und der Kommunist Enrico Berlinguer sagten, wir machen eine Regierung, eine nationale Regierung des historischen Kompromisses, dann Aldo Moro unter angeblich natürlich Rote Brigaden ermordet worden. In Wirklichkeit war das natürlich der CIA und Gladio, die ihn ermordet haben, um diesen historischen Kompromiss von Seiten des CIA kaputt zu machen. Von diesen Ländern darf sich Russland mit Recht jede Nachhilfe in Sachen Demokratie, jede Definition, was sind bürgerliche Wahlen und jeden Eingriff jetzt auch in die Konten von Bürgern Russlands verbieten. Und sagen, wir gehen unseren Weg, so wie andere Länder auch. Ob der lupenrein demokratisch ist, weiß ich nicht. Ich habe in den westlichen Regimes, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, alles, aber keine lupenreine Demokratie. Ja, sogar einen so radikalen Demokratieabbau erlebt, wie lange in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Peter, ich weiß ja gar nicht, was du willst. Ozeanien stand immer schon im Krieg mit Ostasien. Das wissen wir seit 1984. Also irgendwie. Und du weißt ja, wer das Vorwort geschrieben hat für die jüngste Auflage, oder? Kein Scherz? Nein. Ja, ein gewisser promovierter Literaturwissenschaftler, das Amt des Wirtschaftsministers spielt. Also, oder irgendwie ein Schauspieler erinnert. Kein Scherz. Und ihr wisst auch, aber komm, wenigstens da enttäuscht mich nicht, ihr wisst auch, wer dieses Buch kürzlich empfohlen hat. Ich glaube, zu Weihnachten mit einem kleinen Video. Kein Spülmermann. Nein, das grüne Gewölbe höchst selbst hat gesagt, ja, das Buch auf ihrem Nachttisch liegen. Ist kein Scherz.
Also das Ganze, ich bleib dabei, ihr Lieben, das Ganze ist ein Ding von Snickling. Er hat recht. Also entweder ist es eine Simulation, in der wir sind, die so aus dem Ruder gelaufen ist, oder das Ganze ist ein Drehbuch, dass ich ein Dauerkiffer, also nichts gegen Snickling, ich weiß nicht, ob der Dauerkiffer ist, aber man kann sich... Nichts gegen Haschisch, nicht gegen die Haschisch-Legalisierung. Da bist du dir mit Lauterbach einig, ja? Ja. Also Lauterbach macht es falsch, aber ich bin für die Legalisierung, ich bin gegen jede Kriminalisierung von Drogen, bin aber auch für einen sehr, sehr maßvollen Gebrauch von Drogen, bin dafür, dass man in den Schulen mit einem bejahenden Gestus sagt, warum man das einsparen soll. Gelegentlich alle 14 Tage darf man mal kiffen und einmal in der Woche darf man auch mal 2-3 Glas mehr trinken, aber das muss eben Maßen ziehen. Aber das ist jetzt ein Exkurs, der wirklich... Ich wollte gerade sagen, es interessiert natürlich alle sehr, was Dr. Dieter Dehm an Gesundheitsverhalten empfiehlt. Da kommen wir dann vielleicht ein andermal dazu. Aber Kevin, der Punkt, den er ja machte, ist völlig zu Recht, dass wir als, sagen wir, gerade mal demokratisch herausgeforderte Nation vielleicht gerade keine Wahlnachhilfe an andere geben sollten. Nein, das ist so dieses Selbstbild, das wir haben, dieses Selbstherrliche. Und das, ich auch die Leute, die in den Nachrichten lesen, sagen, die mit ihrem Jagdhund und dem Landy gerade neu und dann durch den Hamburger Stadtpark. Ich weiß genau, was das für Typen sind, die sich für die Aufgeklärten, die, ja, und so diese Bildungsbürger, die aber eigentlich Trittbrettfahrer, also die nie einen Fingerkrumm machen würde, wenn es gefährlich ist. Genau, also es ist ja so, wenn man sich anschaut, wenn Putin gewagt hätte zu sagen, dass ein lebender Oppositioneller, der eine Partei führt, dass dem die Bürgerrechte aberkannt werden sollen, was meinst du, was hier los wäre? Das sagen wir aber über Herrn Höcke. Da muss man immer dazu sagen, man muss Herrn Höcke nicht mögen, darum geht's gar nicht. Na, oder Martin Zellner, entschuldige, der gerade aus Potsdam seine Ausweisungspapiere bekommen hat, obwohl er... Bürgerrechte und der... Richtig. Und der Staat soll eigentlich den Bürger schützen vor Unmacht. Aber jetzt wird der Staat gefährlich. Und das ist genau der Punkt. Der Staat wird ja noch gebraucht, um Konzerninteressen gegen den Bürger durchzusetzen. Und deswegen bin ich immer mehr dafür, diesen Staat maximal einzuschränken. Dieser Staat ist gefährlich. Und wenn dieser Staat und diese Regierung ihre Gruppe um 11.000 Leute erweitert haben, was machen die da eigentlich? Die machen ideologische Kriege, planen die gegen so. Und das heißt, es wird eine Stimmung auf der Straße erzeugt, dass man nicht mehr weiß, was man sagen und nicht sagen darf, aber dass man irgendwie verwirrt ist und denkt, also ich hab's ja. Naja, so pauschal würde ich das nicht sagen. Also die staatlichen Repressionsapparate, die sollten abgeschafft werden, sowas wie Verfassungsschutz beispielsweise, sollte ersatzlos gestrichen werden, aber so grundsätzlich Staat sollte eingeschränkt werden. Ja, der Staat ist auch für die Rentenversicherung zuständig. Also da sollte der Staat nicht eingeschränkt werden, da sollte der Staat sogar eine noch höhere Rente garantieren. Also um ein Problem der Altersarmut in Deutschland endlich Herr zu werden und dafür zu sorgen, dass, ja, die alten Zustände am Rentensystem wieder Einzug erhalten. Ich meine, es war ja vor 25 Jahren, als der Staat hier mehr interveniert hat, wesentlich besser als heute. Und im Vorfeld die Anekdote erzählt, ich komme aus dem Ausland in diese Stadt geflogen und stehe noch eine halbe Stunde auf dem Rollfeld in Berlin, weil es gibt keine Runway und es gibt keinen Bus. Und als ich dann drin ankomme, läuft das Förderband nicht, dann steige ich über die Obdachlosen im Flughafen und an der Autovermietung. Was willst du eigentlich? Ja, und der Autovermietung, da ist dann schon zu, da sind alle nach Hause gefahren auf einem internationalen Airport. Aber ganz, ganz wichtig, auf der Herrentoilette gibt es überall Hygienebeutel für die Unentschiedenen. Das finde ich Wahnsinn. Und deswegen, mir fällt dazu nichts mehr ein, weil das ist kein Joke, dass ich gucke immer, es muss versteckte Kamera sein. Nein. Ja, oder Snickling. Ja, ich habe neulich mal versucht, das werde ich nie wieder tun, im Flughafen eine Reise zu buchen. Nach 3 Stunden ohne funktionierenden Computer in den 3 Reisebüros habe ich aufgegeben und habe dann oben 64 Euro bezahlt für Quality Parking. Das ist alles irre. So, und das ist dieses Land, aber die dann den Talkshows auftritt mit einem Gelaber und einer Geste, wo ich denke, sag mal, warum lachen die Leute nicht? Und dann immer auch für mich relativ bigott, wird man dann mehr oder weniger mal vorgeführt von dem Herrn Lanz, der sich auch nie richtig bekennt. Ich meine, ich habe ja gesehen, was er hier, glaube ich, bei Hotel X gemacht hat. Ja, nach dem Motto, er ist eigentlich der nette Junge von gegenüber. Und das sind genau diese Mietintellektuellen, er gehört jetzt nicht dazu, er ist ja kein Intellektueller, aber er hat diese Mietleute, die je nachdem, wer sie gerade bezahlt, da gehört für mich übrigens auch Reichelt dazu. Ja, der macht zwar einen guten Job, aber der schläft trotzdem unter der amerikanischen Flagge. Ja, und steht voll. Also, wo wir schon bei beispielsweise Berichterstattung über Ukraine oder Nahostkonflikt sind, würde ich mal anzweifeln, dass Reichelt einen guten Job macht. Er hat einige Dinge aufgedeckt. Die Regierung massenweise Journalisten bezahlt, damit die Regierungspropaganda verbreiten. Das hat Reichelt tatsächlich gemacht. Aber wäre ich schon sehr vorsichtig. Hinter dem, was ich sage. Der hat überhaupt keinen guten Job mehr. Entschuldigung, das ist ein reines CDU-Werbeportal geworden. Ja, ja, ich weiß. Geworden, das war es von Anfang an. Also, es wird von Frank Gotthardt finanziert. Der sitzt im, der ist Ehrenvorsitzender des Wirtschaftsrats der CDU Rheinland-Pfalz. Also, da muss man jetzt nicht überlegen. Also wenn ein CDU-Milliardär sich da ein Portal aufbaut, ja, dann verbreitet dieses Portal CDU-Propaganda. Und ob es das jetzt seichter macht und versteckter oder offener, das ist dann relativ egal. Das
Die Schlagrichtung ist immer die gleiche. Das sieht man dann bei Themen wie Nahost oder Ukraine. Ja, aber der weiß eben, das ist ja auch opportunistische Politik. Aber man bietet den Leuten ja Strohhalme an. Und da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Weil inzwischen ist es so, es ist offensichtlich. Aber was ich am allerschlimmsten finde, ist, es ist für viele Leute, die Grips haben, offensichtlich. Aber mit der Offensichtlichkeit steigt ihre Feigheit, so zu tun, als wüssten sie es nicht. Und es gibt einen neuen Volkssport in Deutschland, an dem ich nicht teilnehme. Ich bin dafür nicht gelenkig genug im Kopf. Das ist das Wegducken. Es wird sich nur noch weggeduckt und ich finde das einfach nur auch widerlich. Und deswegen kann ich nur sagen, wird ja vielleicht auch mal eine Schlagzeile für uns sein, raus aus Deutschland. Ehrlich, raus. Mal gucken. Ich will noch einen nachschieben, weil aus... Stimmt, Paul Brandenburg ist da draußen aus Deutschland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aktuellem Anlass, weil ich glaube, dass tatsächlich all das oder die Klammer für das, was ihr alle völlig zu Recht gesagt habt, besagter Martin Sellner ist, der Mann, der selbst wohl von sich sagt, er sei ehemaliger Neonazi, wird ja von den einschlägigen Staatsorganen immer wieder als der Rechtsextremist betitelt, wenn er jetzt irgendwo genannt wird. Wir erinnern uns, Martin Sellner trat in Potsdam auf vor einiger Zeit, stellte dort seine Ansichten über Remigration vor, also die massenhafte Remigration, also die Zurückführung von illegalen Ausländern. Daraus machte das Lügenportal Korrektiv mit der Kohle des Bundeskanzlers die Falschmeldung. Martin Sellner würde die Deportation von Staatsbürgern vorschlagen, das Ganze sei ein rechtsradikalen Treffen. Erwiesenermaßen ist das alles falsch. Bestens dargelegt von verschiedenen Portalen, nichts als eine Lügenkampagne. Heute aber, beziehungsweise gestern schon. Zumal da bei dem Treffen ähnlich viele CDUler wie AfDler da waren. Das heißt, man hätte das genauso gut als CDU-Treffen framen können. Von diesem Tag ausgerechnet, hat das Ausländeramt der Stadt Potsdam unter rot-rot-roter SPD-Führung beschlossen, dass Martin Sellner die Einreise in das Gebiet, wo früher mal das Grundgesetz galt, jetzt auf ein Jahr verboten wird. Der ja hier, ja, warum eigentlich? Also es ist ihm verboten, hier einzureisen, obwohl er keinerlei Gesetze gebrochen hat. Kurz zuvor, erinnern wir uns, ist Martin Sellner aus einem schweizerischen Kanton hinausgeleitet worden. Dort hat er für 3 Monate Betretungsverbot bekommen, weil er formaljuristisch, wie es sich darstellt, offensichtlich tatsächlich an einer Veranstaltung gesprochen hat, die zuvor verboten wurde. Also zusammengefasst, die Schweiz erlaubt einem Menschen, der tatsächlich offensichtlich formal gegen einen Erlass verstoßen hat, für 3 Monate das Betreten eines begrenzten Ortes nicht mehr, aber sehr wohl die Einreise in das Land. Während Deutschland ohne jeden formalen Verstoß, ohne jeden Gesetzesbruch auf 3 Jahre einen EU-Bürger trotz aller Freizügigkeitsgesetze komplett die Einreise in das Land verbietet. Also wer jetzt nicht begreift, dass dieser Staat hier, also dieser Rest einer früheren Bundesrepublik, ein offener Unrechtsstaat ist und mit illegalen Methoden gegen seine politischen Gegner kämpft, dem ist nicht mehr zu helfen. Und da hat Gehmann völlig recht. Das Ding ist verloren und man muss sich jetzt fragen, wie man vielleicht von außerhalb etwas machen kann. Wir reden doch ein bisschen über die Wahlen in Russland. Also darüber hätte ich jetzt schon noch gerne ein bisschen geredet. Das ist ja sehr interessant. Ich hatte zu dem Thema Dominik Reichert bei mir im Stream zu Gast. Das Interview gerne an. Das ist sowohl auf YouTube als auch auf Rumble als auch auf Odyssee verfügbar. Also schaut da gerne mal vorbei. Ihr könnt das selbst dann noch schauen, wenn mein Kanal hier auf YouTube gelöscht werden sollte. Kann. Nein, Dieter? Nein, weil es gibt auch für Martin Sellner den Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es gibt andere Rechtsmittel, die er einlegen kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Chancen da sehr gut für ihn stehen, dass er das aufheben lässt. Und dann geht in den Köpfen auch was vor. Viele Leute denken ja legalistisch, dann müssen das Gerichte sprechen. Es gibt hier noch Gerichte, die funktionieren. Ich meine jetzt nicht das Bundesverfassungsgericht, wo wahrscheinlich mittlerweile ein Bundeswehrgeneral als Chef durch das Kanzleramt eingesetzt worden ist, sondern ich meine Gerichte darunter. Es gibt noch einen Rechtsstaat, der ist im Zerbrechen. Das ist ein Restbestand, den es aber zu verteidigen gilt. Und auf dem Papier steht natürlich viel mehr, aber praktisch ist das Wegducken natürlich auch bei Richtern nicht ganz auszuschließen. Aber ich würde nur einfach sagen, lass uns in diesen Widersprüchen, die real da sind, nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Ja, mit Flinte ins Korn werfen finde ich ja das wenig zu tun. Also den Widerstand fortsetzen, das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie wir ihn so fortsetzen, dass wir eine Chance haben, damit Erfolg zu haben, oder, Gewan? Dass wir uns nicht selber rauskegeln durch eine Wortwahl, bei der nur 3% mit uns gehen.
Nein, aber was ich sehe, dass die Geschichte sich dahingehend wiederholt, weil findet ja ein Brain Drain statt. Und auch dass immer mehr Leute, die dieses Land mit aufgebaut haben, Unternehmer gesagt, ich möchte in diesem Staat mit dem hohen Steuersatz meine Steuern nicht mehr bezahlen, weil der Staat für den Bürger, der Regierung widerspricht, gefährlich wird. Und das ist ja genau der Punkt. Viele sagen, dass die Delegitimierung des Staates heißt aber nichts anderes. Ich kritisiere diese Regierung, das ist der Job eines Journalisten, weil wir sollen ja veröffentlichen, was andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird, alles andere ist PR. Das tun wir, weil wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir unseren Job so verweigern, wie das während der Corona-Zeit die Ärzte getan haben, die einfach rein mit der Spritze, ich nur Befehle, ich lese auch nicht, was drinsteht. Meinst du jetzt die Band, die Ärzte? Von denen rede ich gar nicht, das sind ja ehemalige Punks. Kann man auch, anführen. Ehemalige Punks. Ich kann nur sagen, mein Büro war in einer Straße, da hatte der Mann aus Berlin, Bela B., hatte da eine Wohnung und der kam da regelmäßig mit im Punklook, alles ganz super, mit seinem Sohn und man hat richtig, als sie mich gesehen haben, ich war bei dem wohl Thema, ich war der Antichrist. Wow, wenn die sich an ihre eigene, die sind gute Musiker, muss man dazu sagen. Ich habe es auch gerne gehört. Ne? Also tolles Zeug. Möchte ich gar nicht in Frage stellen, dass die in ihrem Rahmen schon guten Prank gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen, es ist musikalisch, auch wenn du jetzt den Kopf schüttelst. Man muss ja dazu sagen, Tom Robinson hat guten Prank gemacht, aber doch nicht die Ärzte. Ja, wir dürfen das nicht mit den Sexbeschäftigten. Mit roten Hosen. Nein, ich verstehe schon alles. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich im Nachhinein sage, jeden Titel, den die gemacht haben, das Schrott, würde ich jetzt nicht sagen, sondern allein die Nummer Geld, das Texas ist jetzt nicht ganz schlecht, war halt eine Spaßband. Aber sie haben natürlich kein politischer Partner. Männer sind Schweine, ist schierer Rassismus. Ja, ist ja gut. Aber weißt du, da wundere ich mich auch über Gröner, aber ich wundere mich am allermeisten darüber, über Konstantin Wecker natürlich. Ne? So, der ja mal in früheren Jahren einen Nazi umarmen hat, nach dem Motto, wir müssen den, das würde er heute ja auch nicht mehr machen, weil ihn Rainer May wahrscheinlich dann in den Arm fällt. Alles zu spät. Ich kann nur sagen, für mich ist das eben so, was hier passiert ist, dass ich das weiß, dass die Leute wissen, dass ich... Schade, es ging wohl jetzt nicht mehr um die russischen Wahlen. Also, es geht jetzt wohl nur noch um was ich noch zu den russischen Wahlen sagen kann. Ja, diese Demokratie-Nachhilfe aus Deutschland, die ist da wirklich ein bisschen peinlich. Es gab da Oppositionskandidaten, die auch wirklich wirtschaftspolitisch ein vollkommen anderes Programm hatten als die russische Regierung. Und ja, also da jetzt aus Deutschland irgendwie die belehren zu wollen, ist ein bisschen albern. Der Wahlgrundsatz der Geheimhaltung wurde nicht immer erfüllt. Es gab zum Teil gläserne Wahlurnen. Sowas sollte nicht der Fall sein. Aber sonst war das in Russland eine freie und faire, also okay, es war die russischen Medien haben natürlich pro Putin berichtet und Putin hat breiten Rückhalt, keine Frage, aber die Wahl war jetzt nicht, war jetzt keine gelenkte Wahl oder so. Die Russen hatten die Wahl, sie hätten auch für die anderen Kandidaten stimmen können, sie haben das nicht getan. Wie gesagt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber die Russen hatten die Wahl und sie haben sich für Putin entschieden und das sollte man respektieren. Naja, in diesem Sinne komme ich gleich wieder und wir reagieren gleich auf wartet. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal und schließe die YouTube-Aufnahme zu dieser Reaktion auf Nachschlag.